Wie immer hat die Polizei mir ein paar Auflagen gegeben, die ich an euch übermitteln soll. Zuallererst den Hinweis, auch heute gilt das Betäubungsmittelgesetz, völlig überraschend. Wenn ihr also dann unbedingt Cannabisprodukte bei euch haben müsst, dann macht das bitte so, dass die Polizei nicht zwingend darauf aufmerksam wird, weil sie sonst genötigt ist, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu ahnden. Leider ist Berlin nur an 364 Tagen eine cannabis-liberale Stadt. Zur Handparade, ihr kennt das ja aus den vergangenen Jahren, da holt man dann schon mal eine Einsatzhundertschaft mit großen Fahrzeugen, macht einen auf Max und dicke Hose, damit ja nicht morgen in der Presse ein Foto von glücklichen, harmlosen, friedlichen Kiffern zu sehen. Aber die Berliner Polizei ist heute noch eine Nummer dreister. Wir haben nämlich eine Reihe Patienten mit unter uns, also Menschen, die Cannabis nicht aus Genusszwecken konsumieren, sondern weil es ihre überlebenswichtige Medizin ist. Und sogar diesen armen Menschen, die unser Mitgefühl und unsere Hilfe verdienen, sogar denen will die Polizei ihre Medizin vorenthalten. Ich wurde deshalb gebeten, die Patienten darauf hinzuweisen, dass die Polizei die Ausnahmegenehmigungen, die sie sich mühsam von der Bundesopiumstelle erstritten haben, heute nicht anerkennen. Ich habe der Polizei gesagt, no way! Ich werde mit dem Einsatzleiter gleich noch weiter diskutieren. Sollte es da noch Änderungen geben, ich gehe ganz stark davon aus, dass auch die Berliner Polizei sich an Recht und Gesetz halten muss, dann sage ich euch nochmal Bescheid. Bis dahin gilt, schützt die Patienten, die haben es verdient. Das sind Leute, die können ohne Cannabis nicht laufen, nicht atmen, nicht essen. Und es ist wichtig, dass wir, die wir in der Lage sind, zu atmen, zu laufen und zu essen, ohne Medizin zu nutzen, uns für die stark machen, die anders nicht können. Schau dich schlau, schau Hanf TV.